Hallo und herzlich willkommen zu Graveyard Keeper. Ja, ich habe mal nachgeschaut, wie das Ganze mit den mit diesen Kisten funktioniert. Und eigentlich ist es einfach. Wir haben nämlich hier eine Kistenfabrik dazu bekommen. Und ich würde sagen, das versuchen wir mal jetzt zu machen. Dazu brauchen wir auf jeden Fall wieder das hier. Und wir brauchen Steine. Ja, unsere Steinfabrik da oben geht leider noch nicht. Ja, das ist blöd. Na, dann nehmen wir einfach mal hier ein paar Steine weg. Das hier noch. So, wie sieht's aus? Wie viel haben wir? Ah, einer fehlt noch. So. Ja, da oben sollten wir den Steinbruch auch mal langsam mal vorbereiten, glaube ich. Und hier, wir haben, glaube ich, immer... Ah, muss ich erst hier rein? Ja. Wir haben eigentlich immer genug Holz übrig. Ja, da sollten wir auch mal schauen, ob wir vielleicht mehr mit Holz machen. Kistenfabrik. Ah, das geht automatisch. Okay. Das ist jetzt die Kistenfabrik. Aha. Okay, da muss man aber erst noch was machen. Muss man die vielleicht erst noch aufbauen? Wäre das möglich? Das ist aber anstrengend. So, das Loch ist gebuddelt. Okay, aber es geht noch weiter. Ich hoffe, das muss man nicht jedes Mal machen, dass das für eine Kiste jetzt nur ist. Weil das wird ganz schön auf die Energie gehen mit der Zeit. Ah, nein, okay. Ja, so sieht es doch gut aus. Ist das vielleicht auch dieser Aufzug, von dem er gesprochen hat? Ja, egal. Also was brauchen wir? Wir brauchen einen Nagel, zwei Balken und Zwiebeln zum Beispiel. 22 Zwiebeln waren es. Da haben wir doch mittlerweile genug Zeug da, oder? Ne, Zwiebeln haben wir gar nicht da. Aber Rüben haben wir da. Geht's auch mit Rüben? Ja. 22 Rüben. Weil mit dem Zeug weiß ich immer noch nicht, was wir alles anfangen könnten. Außer zu verkaufen und... Och nö. Das Zeug kann ich nicht verkaufen? Und wir brauchen das auch noch mit... Kann das sein? Dass wir das nur... Okay, das finde ich jetzt ein bisschen übel. Zwiebel in Gold, Zwiebel in Silbern. Und was ist mit den Rüben und das ganze Zeug, was wir hier haben und die ganze Zeit gepflückt haben? Das geht nicht. Es sollte eigentlich auch noch irgendwas anderes zum Kaufen, zum Machen geben, aber das geht auch nicht. Also eigentlich ist es sollte das hier geben und noch was anderes. Ich habe aber nur das hier gesehen. Und das andere sollte eigentlich hier drin sein und da steht nichts drin. Was bringt das Ganze dann? Zwiebeln, Linsen und Kürbisse. Und mehr können wir nicht verkaufen. Außerdem können wir noch viele Nägel verkaufen und Balken. Oder komplexe Eisenstücke. Oder Stück Marmor, geschnitzter Stein. Oder Keramikschüsseln. Das ist auch nicht schlecht. Porzellankrug und das war's. Was ist mit dem ganzen anderen Kram? Ist das tatsächlich nur zum selber Verbrauch da? Und den kann ich nicht verkaufen? Ich kann nur das verkaufen.
Also das finde ich ein bisschen daneben. Ja, Kohl. Rüben haben wir. Karotten. Die kann ich alle nicht verkaufen. Okay, ich muss nochmal nachschauen, ob ich da irgendwas verpeilt habe. Aber das ist alles ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Das finde ich alles sehr, sehr seltsam. Aber ich habe jetzt auch nichts anderes gefunden, dass ich... ich habe jetzt gedacht gehabt, da das andere verschwunden war und nicht aufgetaucht ist, dass das Ganze vielleicht... nicht mehr so, dass es geändert worden ist und nur noch dieses eine Teil hier existiert. Holzhackplatz ist klar, Kreissäge, Steinverrat, Drehscheibe, nein, da ist tatsächlich nichts weiteres da. Und hier ist ja auch nur leeres Beet, Beet mit Stäben, Kiste. Und Komposthaufen. Und die Kiste ist ja eine ganz normale Kiste. Und da hätte es sein sollen, das eine Teil. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist. Oder... Also, dass da die anderen Sachen drin sind. Ja, ich muss mal nachschauen. Vielleicht habe ich mich auch die ganze Zeit jetzt geirrt. Und ich kann das ganze Zeug, das ich jetzt hier gesammelt habe oder gemacht habe, mit den Rüben und so, gar nicht verkaufen. Sondern tatsächlich nur Zwiebeln und die auch nur in Stufe Silbern. Fände ich aber ziemlich daneben, ehrlich gesagt. Oh ja, das fände ich wirklich ziemlich daneben. Wenn das so wäre. Dass das vielleicht tatsächlich nur zum Eigenverbrauch da ist. Vor allem, wenn eine Hungersnot existiert. Also, ich bitte euch. Das kann ja wohl nicht sein. Halt, ich muss das ja hier bauen. Und zwar wollen wir Steinbruchhammer, dann wollen wir das hier bauen. Ach genau, das war da drüben. Ach, scheiße. Oh, Entschuldigung. Habe ich jetzt zwei gebaut? Ich habe jetzt zwei gebaut. Ich habe es verwechselt gehabt. Ich habe es verwechselt gehabt. Wir hatten das Ding ja schon gebaut. Ich habe es mit dem hier aber jetzt verwechselt. Oh, ja, gut. Egal. Und jetzt fehlt uns der Balken. Ich habe zu wenig Balken mitgenommen. Oh nein. Ja. Das habe ich ja mal wieder richtig gut gemacht. Also irgendwie läuft es heute überhaupt nicht gut. Sollen wir wenigstens einfach mal fischen gehen? Ach, wir haben keinen Köder da. Egal. Hä? Okay, das kapiere ich jetzt auch nicht, wie das funktioniert. Ach so. 0%, 0%, 0%, nur auch bei dem hier gibt es 100%. Ich muss das Ding also genau hier hinwerfen. Und bei den anderen gibt es nichts. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und wie geht's jetzt weiter? Muss ich jetzt warten, bis ich E und dann E drücke an so einer bestimmten Seite oder geht es jetzt automatisch? Ich habe keine Ahnung. Das verwundert mich jetzt aber auch nicht mit der heutigen Folge. Das ist alles ein bisschen... Bäh.
Unsere Alchemie-Sachen sollten wir auch noch irgendwann mal bauen. Damit wir auch weitere Zombie-Dinger herstellen können und verschiedene anderes, vielleicht die eine Quest noch herstellen können. So, jetzt gehen wir nochmal nach oben. Also das will ich jetzt wenigstens alles schon mal vorbereitet haben. Dann ist es wenigstens vorbereitet und wenn wir Zombies haben, können wir es dann einfach besetzen. Wobei das nur mit den Zombies noch ein bisschen dauern wird, weil, ja, für einen Zombie quasi 2 Wochen. Das Problem ist, ich hätte gerne eine höhere Kirche, aber wir haben kein Geld mehr, weil ich dachte eigentlich, dass das mit dem Handelslizenz, dass wir Geld machen können, aber das sieht ja jetzt auch nicht danach aus. Ich muss mal schauen, ob man irgendwie Zwiebeln, Samen kaufen kann. Und wie kriegen wir auch silberne Zwiebeln da? Also auf Stufe 2, auf Stufe 2. So, Transportstation bitte. Warum geht die nicht? Ach. Machen wir das Ding hier noch ab. Das kommt gleich noch mit. So, aber jetzt Transportstation bitte. Dankeschön. Das heißt, wir können hier auch weitere Transportstationen machen. Und da sagen wir zum Beispiel, nur Eisenerz soll transportiert werden. Oder nur Stein. Oder nur Marmor. Oder Kohle. Kohle können wir auch sagen. Aber wir haben doch nur diesen... Okay, anscheinend kann man auch Kohle holen oder transportieren. Ich habe zwar nicht gesehen, dass es da eine Station für Kohle gibt, aber egal. Zumindest ein Teil ist jetzt vorbereitet und das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. So. Falsche Richtung. Lass uns mal schauen, ob wir gleich noch mal ein bisschen Honig und beziehungsweise eine Biene kriegen. Ja, immerhin etwas. So. Was machen wir jetzt? Könnt mal nachschauen, dass wir vielleicht das Alchemiezeug endlich erledigt kriegen. Oh, da hätte ich vielleicht Steine holen müssen noch. Egal. Beziehungsweise jetzt tun wir mal eine Sache. Die Biene legen wir mal ab. 10 Stück haben wir. Ich habe jetzt immer noch nicht, warum nur eins da ist und das andere nicht und warum ich nur die einen Sachen da machen kann. Ich muss echt, schaue ich nochmal nach. Das lässt mir keine Ruhe jetzt. Aber nicht jetzt. Was wollte ich jetzt machen? Wir brauchen Planken. Hammer. Wir brauchen einfache Eisenstücke und Nägel. Und dann können wir schon wieder schlafen gehen. Bald kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Glauben. Dann können wir den nächsten Zombie uns schnappen quasi. Oder erschaffen. Der soll uns dann entweder Steine oder... Nee, Steine brauchen wir jetzt nicht so dringend. Eisen. Ich hätte gesagt, der uns dann Eisen holen soll. Oder Eisen bringen soll. Oder besser gesagt, einfach nur schlagen. Das müssen wir dann selber erledigen. So, wie sieht es jetzt aus? Was hatten wir jetzt? Wir hatten 16 Nägel.
Das langt auf jeden Fall. Was ich jetzt nicht weiß, haben wir diese Planken gebraucht oder nur diese Planken? Für beides. Machen wir doch einfach mal... Beziehungsweise haben wir da nicht noch welche drin? Nein, hat man nicht. Also entweder brauchen wir 6 von denen. Noch 1. So, dann machen wir von denen auch nochmal welche. So. Dann haben wir auf jeden Fall genug von denen. Dann brauchen wir noch einfache Eisendinger. Da brauchen wir insgesamt 8 Stück. So, wie viel haben wir jetzt? 11 Stück, das langt auf jeden Fall. Und dann brauchen wir polierte Steine. Wie war denn das mit polierten Steinen? Polierte Steine. Dazu brauchen wir entweder einen Eisenmeißel oder eine Politurpaste. Und Stein natürlich. Okay, Politurpaste. Wo haben wir Politurpaste nochmal hergekriegt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gesehen, dass wir das machen können, aber ich weiß nicht mehr wo. Okay, hier sehe ich es auch nicht. Obwohl, doch da. Werkbank für Holz. Also hier. Eisenmeißel können wir natürlich machen. Okay. Und Politurpaste. Öl. Aha. Flusssand, das sollte kein Problem sein. Öl hat man, glaube ich, auch mehr als genug. Und Keramikschüssel. Weißt du was? Das habe ich jetzt eher am Dings hier. Bauen wir mal das hier. Genau, und dann Stein. Und 2 Stück haben wir gebraucht. Dann machen wir nochmal einen. Dann fehlen leider uns, glaube ich, oder? Fehlen da noch die Dinger? Oh, Energie ausgegangen. So typisch. Dann kümmern wir uns auf jeden Fall, wenn sobald ich wieder Energie habe, um das. Dann können wir den Handmischer und die Mühle bauen. Dann haben wir wenigstens das mal, dass wir für Alchemie alles zusammen haben. Halt. Jetzt. Oh, habe ich jetzt 3 gebaut? Auch gut, dann haben wir jetzt 3 gebaut. Dann brauchen wir noch 2 Steine. Dann müssten doch auch noch was in der Gegend sein. Ja, ist es auch. 1 Stein. Und 2 Steine, beziehungsweise sogar 3 Steine. Gut. Ein polierter Stein. Und dann noch einen. Und jetzt sollten wir eigentlich alles zusammen haben. Oh, das gibt sogar blaue Dinger, polierte Steine zu machen. Naja, gut. Auf jeden Fall sollten wir jetzt alles zusammen haben, um diese 2 Sachen, Alchemie-Sachen, zu machen. Zu bauen. Dann sind wir zumindest mal damit fertig. Dann kann man je nachdem auch noch die eine Quest erledigen. Um einen Heiltrank herzustellen für die Hexe. Da sollte man auch für die Brücke genug Zeug dabei haben. Naja gut, aber
Ich würde sagen, hier machen wir mal Schluss und ich muss jetzt unbedingt nochmal nachschauen, ob man das andere Zeug auch verkauft kriegt irgendwie oder tatsächlich nur Zwiebeln und das in Silberqualität. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!